noch 1 Kilometer bis zum Tedo. Das ist vom Gewicht her ca. 1 Kilogramm Kokain. Der Kampf gegen den Schmuggel. Die Zollfahndung hat den Container ausgesucht und die Ladung und die Papiere waren verdächtig. Der Zoll setzt dabei auf Hightech. Geht vollautomatisch. Braucht man nur Knöpfchen drücken. Dann haben wir da irgendwelche Klötzchen im Tank und die haben sowas mit Stoff zu tun, aber leider nicht mit Kraftstoff. Wenn es hart auf hart kommt, wird die eigene Spezialeinheit ZOZ eingesetzt. Polizei! Der Zoll, eine schlagkräftige Truppe. Natürlich ist man stolz darauf, in so einer Einheit seinen Dienst verrichten zu dürfen. Die 35.000 Beamten des Zoll, täglich im Einsatz für Deutschland. Nervenkitzel ist natürlich immer dabei, sonst hätten wir den Job verfehlt. Die Kontrolleinheit Verkehrswege, kurz KIV Selb in Oberfranken, nur 3 Kilometer entfernt von der tschechischen Grenze. Dienststellenleiter Johannes Kopp und sein Kollege Thomas Meerstein treten zur Frühschicht an. In der Waffenkammer im Keller hat jeder Beamte ein eigenes Fach für seine Dienstwaffe. Das ist eine P30, 9mm. Hat 15 Schuss Magazin, eine leicht zu handhabende Waffe und auch für unsere Zwecke sehr praktisch. Vor jedem Einsatz laden die Beamten ihre Waffen durch. Im Notfall muss die P30 sofort schussbereit sein. Das kann unter Umständen ihr Leben retten. Zusätzlich hat jeder noch ein Funkgerät und ein Reizgasspray am Mann. Die KIV Selb ist dem Hauptzollamt Regensburg unterstellt. Im Jahr 2016 hat der Zoll im Bezirk 650 Drogenschmuggler gefasst und dabei 24 Kilogramm Rauchgift beschlagnahmt. Heute richten die Beamten eine sogenannte temporäre Kontrollstelle ein. Im Volksmund auch Mausefalle genannt. Hier geht es Richtung Tschechien, sind ca. 3 Kilometer. Und direkt nach dem Grenzübergang ist auch schon der erste Vietnamesenmarkt. Und auf diesem Markt wird Crystal Meth verkauft. Eine sehr gefährliche Droge, die sofort süchtig macht. Hergestellt wird das Methamphetamin in illegalen tschechischen Drogenlaboren. Der Stoff ist auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Grüß Gott, Zollkontrolle. Haben Sie mal kurz die Ausweise bitte? Bleiben Sie erst mal sitzen. Die Kontrolleinheit ist mit 9 Beamten, 4 Fahrzeugen und einem Rauschgiftspürhund vor Ort. Ein Dienstwagen dient als Abfangjäger, falls jemand Gas gibt, statt anzuhalten. Im Vietnamesenmarkt oder so? Aber kauft ihr überhaupt dort nichts? Nur T-Shirts. Hans Knorr überwacht den Verkehr und entscheidet, wer weiterfahren darf und wer an die Kontrollstelle zur Überprüfung muss. Es geht darum, dass wir eine verdachtsunabhängige Kontrolle durchführen. Es gibt inzwischen kein Raster mehr. Inzwischen hat sich das so gewandelt, dass es querbeet. Also man kann bei jedem alles finden letztendlich. Das ist ja die Erfahrung der letzten Zeit gebracht. Wenn Sie bitte mal kurz ein bisschen, oder hier auf die Seite gehen. Die Beamten arbeiten im Zweierteam. Einer durchsucht das Auto, der andere sichert und fragt per Funk in der Zentrale Vorstrafen oder Haftbefehle ab. Alles gut. Dann gehe ich weiter fort. Danke. In Sachen Crystal Meth gilt in Bayern null Toleranz. Die Richter urteilen hart. Die Täter wandern schon für relativ kleine Mengen in den Knast. Das wissen natürlich auch die Schmuggler, die sich immer neue Verstecke für den Stoff ausdenken. Es gibt natürlich vielerlei Versteckmöglichkeiten, gerade im Bereich für die Betäubungsmittel. Da kann das ganze Fahrzeug natürlich benutzt werden. Gängige Verstecke sind Spiegelabdeckungen, Reserveradmulde, unterm Sitz. In dieser Ablage fanden die Zöllner Crystal Meth. Ein anderer hat es hinter dem Autoradio versteckt. Ja, grüß Gott, Zollkontrolle. Die Ausweise bräuchte ich bitte mal von allen. Waffen, Drogen, irgendwas dabei, schon mal mit Drogen zu tun gehabt. Seit der Grenzöffnung zu Tschechien 2007 hat sich die in Deutschland sichergestellte Menge Crystal Meth verzehnfacht. Da ist jetzt quasi gar nichts drin aus Tschechien. Trotzdem kurz mal die Hosentaschen ausklären. Crystal wird in Bayern inzwischen häufiger beschlagnahmt als Kokain und Heroin zusammen. Jawohl, danke, verstanden. Der einzelne Kontrollbeamte hat schon ein Bauchgefühl dann auch von den Personen her, wie verhalten sich die Personen, gibt es vielleicht schon Voreintragungen, dann schaut man natürlich genauer hin. Da schau, da kann ich alles drunter legen. Einem Kollegen ist ein Autodach verdächtig, es wurde provisorisch mit Klebeband abgedeckt. Thomas Meerstein nimmt die Sache unter die Lupe. Das ist so ein Hohlraumsichtgerät, Videoendoskop nennt man das. Bei dem Schiebedach, er gibt jetzt an, das ist defekt und undicht. Deswegen hat er das mit diesem Panzerklebeband abgedichtet. Zum Beispiel eine Tüte Crystal, die kann man hier leicht dazwischenlegen.
Jogi, kannst du den Schlauch reintun? Oder? Genau. Ich habe jetzt hier das Bild auf dem Bildschirm von dem Innenleben vom Dach und kann jetzt hier mit dem Joystick quasi in alle Richtungen schauen, ob da jetzt nicht irgendwas, was nicht hineingehört, vielleicht mit drin ist. Ist alles sauber. Zolleinsatzgebiet Hamburger Hafen. Hier liegen jährlich mehr als 8.500 Schiffe aus der ganzen Welt an. Davon 4.000 Containerriesen. Mit 13 Hafenbecken, 43 Kilometern Kaimauer und 280 Liegeplätzen ist Hamburg der zweitgrößte Containerhafen Europas. Zuständig ist hier das Hauptzollamt Hamburg Hafen. Heute werden die Beamten der Kontrolleinheit 26 ein Containerschiff durchsuchen. Wir haben die Umakan heute. Die kommt von Marokko über Southampton hier zu uns. Udo und Andreas, ihr macht dann mal vielleicht die Öffentlichen mit dem Hund, ne, dass sie da gucken. Harry und Sven machen die Papiere. Und Anja und Tim gehen dann nachher in die Maschine und mal ein bisschen was aufschrauben und gucken. Der Einsatzleiter führt seine Einheit an Bord, der Umakan. Das bedeutet auf Arabisch flacher Hügel. Leicht untertrieben bei den Ausmaßen dieses Containergiganten. Das Schiff unter der Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate ist 368 Meter lang, 51 Meter breit und kann 15.000 Container transportieren. Marco Behm meldet die Schiffskontrolle im Ships Office beim dritten Offizier an. Hallo, Third Officer. Deutscher Zoll, das ist mein Kollege. Wir sind hier für die Zollformalitäten und für eine Inspektion. Können Sie mir bitte alle Dokumente zeigen? Das Team mit dem Rauschgift-Spürhund nimmt sich zuerst die Brücke vor. Von hier führt der Kapitän das Kommando. Das Schiff ist fast neu. Es wurde erst im letzten Jahr in Dienst gestellt. Drei Stockwerke tiefer durchsucht Marco Behm die Kabine des dritten Offiziers. Der Beamte sucht vor allem Waffen und Drogen, aber auch nach nicht angemeldeten Zigaretten und Alkohol. Also er ist ja Seemann, irgendwann wird er abmustern, dann wird er mit diesem Reisekoffer das Schiff verlassen und in den Häfen, die das Schiff angelaufen hat, hat er ja natürlich Zugang zu dem Hinterland, wo er sich halt alles kaufen kann, was er möchte sozusagen. Und das, danach suchen wir. Die 16 Quadratmeter große Kabine ist 4 Monate lang das Zuhause des dritten Offiziers. So lange läuft sein Vertrag mit der Reederei. Also das ist dafür, dass er dritter Offizier ist, eigentlich Standard, würde ich sagen. Also es ist ja auch ein relativ großes Schiff. Und das ist, ich sag mal, auf dem einen oder anderen Schiff hat sowas ein normaler Seemann. Und auf den ganz kleinen Schiffen, sage ich mal, kann der Kapitän froh sein, wenn er so viel Platz hat. In der unbewohnten Kabine nebenan interessiert sich der Rauschgift-Spürhund auffällig für eine Couch. Die Zollbeamten sehen genauer nach. Es reicht ja auch manchmal schon, wenn jemand mit irgendeiner Droge in Kontakt gekommen ist, sich dann hier vielleicht hingesetzt hat oder so. Und das sind so feine Spuren, die zeigen die Hunde dann auch an. Vielleicht hat hier irgendein Matrose mal einen Joint geraucht. Wer weiß das schon. Diesmal war es leider nichts. Okay, Third Mate, thank you very much. Mit der Kabine ist alles okay. Danach nehmen sich die Zöllner den Maschinenraum vor. Er streckt sich über mehrere Stockwerke. Der riesige Motor hat eine Leistung von knapp 75.000 PS und kann das Schiff auf bis zu 41 Stundenkilometer beschleunigen. Im Maschinenraum gibt es tausende von Möglichkeiten, irgendwo Rauschgift zu deponieren. Es ist wie die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Überall kann man nicht reingucken. Ja? Das wäre von der Zeit her nicht zu schaffen und mit der Personalstärke, die wir haben, auch nicht. Deswegen müssen wir im Maschinenraum dann auch stichprobenweise unsere Kontrollen durchführen. Also es ist nicht alles zu kontrollieren, das ist nicht zu schaffen. Und trotzdem. Immer wieder werden die Beamten der Kontrolleinheit 26 fündig und stellen große Mengen Rauschgift sicher. Aber in den allermeisten Fällen hat die Vergangenheit ja gezeigt, dass das Rauschgift immer in Sporttaschen und Rucksäcken transportiert wird. Insgesamt durchsucht der Zoll etwa 10 Schiffe am Tag. Die Kontrollgruppe 26 übernimmt davon 2 oder 3. Als nächstes ist der Bootsen-Store im Bug des Schiffes dran. Hier sind Verteuerungen und die Ankerkette untergebracht. Das dürfte der Kettenkasten sein. Hier müsste eigentlich die Ankerkette liegen. Da hatten unsere Kollegen vor einigen Wochen auf der Ankerkette drauf ein paar Sporttaschen mit Kokain gefunden. Also es lohnt sich immer einen Blick da rein, ja? Der Zoll hat Spezialisten, die alle einlaufenden Schiffe einer Risikoanalyse unterziehen. Anhand von bestimmten Faktoren wird festgelegt, ob das Schiff wie heute einer Routinekontrolle unterzogen wird oder ob die Beamten das Schiff intensiver checken. Dann geht es auch darum, wo kommt das Schiff her, Südamerika, wo geht es hin? Ne? Also ist das Schiff schon mal auffällig gewesen? Es war die Kontrollgruppe 26, die die größte jemals in Deutschland gefundene Menge an Drogen sichergestellt hat.
Reichspräsident Ebert Kaserne in Hamburg. Hier hat sich der Zoll unter größter Geheimhaltung und höchsten Sicherheitsvorkehrungen für einen Tag einquartiert, um den größten Drogenfund aller Zeiten zu präsentieren. Und das ist er. 3,8 Tonnen Kokain. Von der Kontrolleinheit 26 im Hamburger Hafen sichergestellt und nun in einem bombensicheren Bunker auf Paletten gestapelt. Geschätzter Marktwert 800 Millionen Euro. Schwer bewacht von der Zollspezialeinheit ZUZ. Wir wollen natürlich nicht, dass uns das Kokain gestohlen wird. Wir wollen nicht, dass hier Personen zu Schaden kommen. Wir wollen heute noch das Kokain endgültig vernichten und haben dann dieses Risiko beiseite geschafft. Ein Versuch des Kokainkartells, sich den Stoff mit Gewalt wiederzuholen, soll mit den massiven Sicherheitsmaßnahmen verhindert werden. Von den 800 Millionen Euro könnte man in Hamburg eine neue Elbphilharmonie bauen. Das ist vom Gewicht her ca. 1 Kilogramm Kokain mit einem circa Reinheitsgehalt von 80%. Man kann es aber mit metallischen Gegenständen gut abkratzen. Und wenn man das so in feiner Form hat, ist es dann mehlartig. Riecht sehr streng, also für mich eklig. Das beschlagnahmte Kokain ergebe geschätzte 190 Millionen Verbrauchsportionen. In der Regel wird der Stoff von den Dealern noch gestreckt. Die 3,8 Tonnen lagen in einem Container mit Futtermitteln aus Uruguay und 8 Containern mit Holzkohle aus Paraguay. Koks im doppelten Wortsinn. Dabei haben sich die Täter noch nicht einmal die Mühe gemacht, den Stoff großartig zu verstecken. Die Zöllner vom Hauptzollamt Hamburg-Hafen demonstrieren, wie sie die in Sporttaschen verpackten Kokainpakete in den Containern entdeckt haben. Das ist wie Weihnachten, also da freut man sich natürlich sehr und jeder Kollege freut sich da und wir sind da alle sehr stolz auf diese tollen Erfolge in diesem Jahr. Doch obwohl der Zoll so eine Riesenmenge Kokain aus dem Verkehr gezogen hat, für die Konsumenten ist immer noch genug da. Der Stoff ist bei den Dealern auf der Straße nicht teurer geworden. Wir wissen, dass in Kolumbien die Anbaufläche für Kokain sich in den letzten 4-5 Jahren mehr als verdoppelt hat. Das heißt also schon, der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass die Mengen dramatisch zunehmen hier, bei unveränderter Nachfrage leider, hier in Westeuropa. Nach der Präsentation bringen gepanzerte Fahrzeuge die 3,8 Tonnen auf einer geheimen Route zu einer ebenfalls geheim gehaltenen Müllverbrennungsanlage. Dort wird die 800 Millionen Euro Ware bis auf das letzte Gramm verbrannt. Ein schlechter Tag für den international agierenden Drogenhandel. Ein ehemaliges Militärgelände der britischen Armee in Nordrhein-Westfalen. Heute nutzt die ZUZ das Gelände, die Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll, eine Spezialeinheit vergleichbar mit den Spezialeinsatzkommandos der Polizei. Ein mit Haftbefehl gesuchter Täter soll festgenommen werden. Wir nehmen an, es ist 6 Uhr morgens. Ihr nähert euch an, geht dann das Treppenhaus nach oben und das rot eingekreiste soll die Täterwohnung sein. Täter soll bewaffnet sein mit einer Kalaschnikow. Dann starten wir. Hier sind wir auf einem Gelände, das wir nutzen können, um in Abgeschiedenheit so ein paar Basics zu trainieren. Immer wieder die Abläufe, wie sich das Team bewegt in solchen Gebäuden, an solchen Gebäuden. Und da werden die Durchgänge immer wieder wiederholt, damit sich einfach die Abläufe dann auch automatisiert. Die ZUZ ist dem Zollkriminalamt unterstellt und in Köln stationiert. Sie wurde 1994 gegründet, weil die Gewaltbereitschaft gegen Zollbeamte immer weiter zunahm. Die Spezialeinheit wird dann gerufen, wenn bei Hausdurchsuchungen und Festnahmen mit Widerstand durch gewaltbereite und bewaffnete Täter gerechnet werden muss. Häufig handelt es sich dabei um Drogen, Zigaretten oder Waffenhändler, die der organisierten Kriminalität zuzurechnen sind. Wichtig natürlich in unserer Einheit ist, dass man sich blind auf den Kollegen verlassen muss, der neben einem steht, der hinter einem steht, der vor einem steht. Dass die Jungs das Vertrauen haben in den Partner, mit dem sie unterwegs sind im Einsatz. Wir wollen keine Rambos bei uns. Wir wollen kühle Köpfe, die im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen. Streif die Hände ab, guck mich an, ist sicher. Nimm den Kopf hoch und guck mich an. Eigentlich müssten die Beamten beim Zugriff Zoll statt Polizei rufen, denn sie gehören zu einer Spezialeinheit des Zolls. Wenn wir eine Wohnung betreten, dann rufen wir Polizei, geben uns als Polizei zu erkennen. Das hat ganz einfach den Hintergrund, dass es ein internationaler Wortstamm ist sozusagen und auch eine Person, die der deutschen Sprache nicht mächtig ist, mit dem Ausspruch Polizei eben sofort weiß, wer ihm da gegenübersteht.
Während des Taktiktrainings benutzen die Spezialkräfte Übungspistolen und Übungsmunition, was an den blauen Markierungen zu erkennen ist. Im echten Einsatz werden natürlich Waffen mit scharfer Munition eingesetzt. Die ZOZ gilt als eine der am modernsten ausgerüsteten Einheiten ihrer Art. Wir haben als erstes unsere ballistische Schutzweste und den ballistischen Schutzhelm. Dazu dann unsere Bewaffnung HK416. Dazu hat der Kollege hier noch zwei Irritationskörper. Er hat einen Einsatz-Mehrzweckstock dabei, Taschenlampe. Rechts trägt der Beamte unsere Standard-Kurzwaffe, die Glock 17. Wir sehen hier vorne entsprechende Reservemagazine, drei für das HK416 und zwei für die Glock. Und dann Erste-Hilfe-Pack trägt der Kollege hier in der Hose. Und hier vorne haben wir ein Tourniquet für die erste Notfallversorgung bei einer schweren Schussverletzung, starker Blutverlust. Der eine oder andere nimmt sich noch etwas mit, weil er der Meinung ist, dass er es im Einsatz gebrauchen könnte. Aber das ist die Grundausstattung, die jeder dabei haben sollte. Noch 1 Kilometer bis zum ZO. Die mehrere Einsatzgruppen starke Truppe wird in der Regel mehrfach pro Woche angefordert und unterliegt zu einer besonders hohen Einsatzbelastung. Nach Stillstand befindet sich ZO auf der linken Seite. Die ZOZ sucht dringend Nachwuchs. Bewerben können sich weibliche und männliche Beamte zwischen 21 und 35 Jahren. Doch das Auswahlverfahren hat es in sich. Ein hoher Prozentsatz der Bewerber fällt durch. Auf die Besten wartet dann ein anspruchsvoller und herausfordernder Job. Teamfähigkeit, eine sehr gut ausgeprägte Konzentrationsfähigkeit, das ist tatsächlich das, was wir in den letzten Jahren feststellen, wo immer mehr Probanden dann scheitern. Sie sind einfach nicht konzentriert genug bei den Aufgaben, die wir ihnen stellen. Für die meisten Bewerber stellen die psychologischen Tests die größte Hürde dar. Aber auch die sportlichen Anforderungen sind nicht ohne. Wer es durch das anspruchsvolle Auswahlverfahren geschafft hat, durchläuft im Anschluss ein ausgefeiltes Ausbildungsprogramm. Nach einem Jahr ist er schließlich Einsatzbeamter in der ZOZ. Natürlich ist man stolz darauf, in so einer Einheit seinen Dienst verrichten zu dürfen. Aber mit jedem Tag, den man länger dabei bleibt, verpflichtet es natürlich auch umso mehr. Nämlich immer fehlerfrei zu arbeiten und genau die Aufträge so zu erfüllen, wie sie an uns herangetragen werden, wie sie uns gestellt werden. Flughafen München, Drehkreuz des Südens. Rund 85 Fluggesellschaften verbinden ihn mit 238 Flugzielen in 70 Ländern. Gemessen an den Passagierzahlen ist er der zweitgrößte Flughafen Deutschlands. David Staschewski und Matthias Krottke von der Kontrolleinheit 12 sind zuständig für die Waren-Einfuhrkontrolle am Ausgang von Terminal 2. Der ist unterteilt in einen roten und einen grünen Bereich. Das bedeutet, der Reisende, der kann jetzt hier noch entscheiden, habe ich was anzumelden für einen Zoll oder nicht. Und wir ziehen uns die Leute raus und kontrollieren einfach mal die Reisenden stichprobenartig, ob sie ihre Anmeldepflicht einhalten. Am Flughafen München werden jedes Jahr rund 42 Millionen Fluggäste abgefertigt, Tendenz steigend. Gerade sind mehrere Maschinen gelandet. Einen Moment bitte, Sie kommen woher? Aus Maldiven. Woher? Aus den Malediven. Malediven? Ja. Einmal mit reinkommen zum Zoll. Der Flughafen München fertigt pro Tag im Durchschnitt 115.000 Passagiere ab. Bringen Sie etwas mit? Nix. Der Zoll kann davon nur einen Bruchteil kontrollieren. Schönen Tag noch, gell? Matthias Krottli sind zwei Österreicherinnen aufgefallen, die mit einigen Koffern bepackt aus Shanghai angekommen sind. Die Damen waren auf Shoppingtour. Ist das Schmuck oder was? Das ist keine echte Diamant. Doch, der Diamant ist echt, da steht er drauf, 0,08 Karat. Volltreffer. Wir haben dann hier diesen Schmuck, der auch wahrscheinlich teurer ist. Das sind der Armband und eine Halskette und zusätzlich noch das paar Ohrringe, was auch sehr teuer ist. Und dann werden wir sehen, was die Herrschaften zu zahlen haben. Der Steuerfreibetrag beträgt 430 Euro. Bringt ein Passagier höherwertige Gegenstände mit, muss er diese anmelden und verzollen. Als nächstes kontrolliert Staschewski eine Thailänderin, die aus Bangkok eingereist ist. Schmuck dabei, davon die Rechnung bitte. Auch hier muss der Zollbeamte tätig werden. Die Reisende kommt jetzt aus Thailand, hat den grünen Ausgang gewählt für anmeldefreie Waren. Und während der Kontrolle stellt sie jetzt heraus, dass sie doch irgendwas eingekauft hat. Goldschmuck. Und den hätte sie anmelden müssen. Moment, warten hier, ja? Nicht abhauen. Ja? Der Zollbeamte ermittelt jetzt den Wert der Goldkette und des Anhängers. Laut Rechnung sind es 27.000
810 Thai-Baht. Da sind wir schon bei 700,38 €. Also man kann sagen, die Dame hat definitiv ihre Reisefreigrenze überschritten. Bitte herkommen. Wir haben jetzt ein Problem. Der Goldschmuck ist mehr als 430 € wert. Das hätten Sie hier anmelden müssen. Das haben Sie nicht gemacht. Sie sind durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren gegangen. Das war nicht okay. Nicht okay, oder? Nee, da müssen Sie jetzt Steuern bezahlen. Die Thailänderin muss 150 € Einfuhrumsatzsteuer zahlen plus 150 € Strafzuschlag. Hätte sie den Schmuck gleich angemeldet, wäre ihr der Zuschlag erspart geblieben. Für die Österreicherin wird es deutlich teurer. Für das Paar Ohrringe haben wir jetzt einen Wertveranschlag von 3.250 €. Den anderen Schmuck, den sie dabei hatte, der hatte nochmal einen Gesamtwert von 3.300 €. Darauf bezahlt sie jetzt 19% Einfuhrumsatzsteuer und den darauf auf die Warengruppe fälligen Zoll. Das ist bei Goldschmuck 2,5%. Das heißt, sie bezahlt jetzt einen Gesamtbetrag von 1.438,57 €. Da die Steuernachzahlung mehr als 250 € beträgt, kommt noch eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung dazu. Ich musste dann zusätzlich, dadurch, dass sie keinen Wohnsitz in Deutschland hat, noch eine sogenannte Sicherheitsleistung bezahlen für die zu erwartenden Strafe und Kosten, die sich dann noch mal zusätzlich auf 700 € belaufen hat. Das heißt, sie hat 2.100 € circa insgesamt für den Schmuck bezahlen müssen. Ein paar Stockwerke tiefer in den Katakomben des Flughafens bereitet Hundeführerin Claudia Bruckner den Einsatz ihres Rauschgift-Spürhundes vor. Der soll das Gepäck einer Maschine aus Spanien nach Drogen absuchen. Zur Vorbereitung hat die Beamtin einen Koffer mit Rauschgift präpariert. Das ist Crystal, ungefähr 40 Gramm. Wenn er jetzt im Ernstfall nichts findet, müssen wir ihm immer wieder praktisch einen Erfolg geben. Und wenn der nie richtige Belohnung bekommt, dann hat er irgendwann keine Lust mehr. Zollhund Lennox wird pro Tag 4 bis 5 Mal eingesetzt, meistens für sogenannte Risikoflüge. Das sind Maschinen, die aus Spanien oder Holland kommen. Die Schmugglerringe aus Südamerika verschleiern ihre Routen, indem sie für die Drogenkuriere keine Direktflüge, sondern Flüge mit Zwischenstops buchen. In diesen Gepäckstücken sind keine Drogen, der Hund hat nichts angezeigt. Jetzt stellt ein Beamter den präparierten Koffer mit dem Crystal Meth dazu. Für den Hund ist das alles ein Spiel. Für die Hundeführerin und den Zoll dagegen eine wichtige Arbeit. Zielsicher hat der Hund das Crystal Meth in dem Koffer aufgespürt. Jawohl, gut gemacht, super. Also der hat den Bringselkoffer jetzt angezeigt und jetzt kriegt er seine Belohnung. Immer wieder stellt der Zoll hier größere Mengen Drogen sicher. Dieses Kokain war in dem Buch versteckt. Hier wurde das Rauschgift in eine Hängematte eingearbeitet. Und diese Tischdecke ist komplett mit Kokain versetzt. Vor den Hunden aber ist kein Versteck sicher. Ihre feine Nase spürt auch die kleinste Menge Drogen auf. Wir haben immer wieder unseren Erfolg. Wir können ziemlich viel Gepäckstücke bei einem Suchdurchgang mitnehmen. Also das, was jetzt kein anderes Gerät oder kein anderer Mensch machen kann. Und der Hund als zusätzliches Hilfsmittel ist eigentlich nicht wegzudenken. Die Bundesautobahn A9 im Bezirk Oberfranken. Jeden Tag und jede Nacht zieht eine endlose Lkw-Karawane die Nord-Süd-Trasse entlang. Hier sind die Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege aus Selb im Einsatz. Die A9 ist eine der Hauptrouten für illegale Einwanderer und Schmuggelgut aus dem Orient und Osteuropa. Deshalb setzen die Zollbeamten hier eine teilmobile Röntgenanlage für Lkw ein. Do you have your papers? Die Papiere bitte. Sind Sie nach Frankreich unterwegs? Johannes Kopp und Thomas Meerstein kontrollieren die Frachtpapiere. Der Litauer hat 16,9 Tonnen Verpackungsmaterial geladen. Verpackungsmaterial wird gern immer benutzt, um Zigaretten dazwischen dann zu lagern. Das werden wir uns jetzt mal an der Röntgenanlage anschauen. 2016 hat der Zoll 121 Millionen Schmuggelzigaretten sichergestellt, hauptsächlich aus Osteuropa. Das Geschäft lohnt sich für die Schmugglerbanden trotzdem. Die Gewinnspannen liegen genauso hoch wie beim Drogenhandel. Der Schaden für den Fiskus durch den Tabaksteuerausfall liegt bei fast 1 Milliarde € jährlich. Bei Grün bitte. In der Röntgenanlage wird gleich dieser komplette LKW durchleuchtet. Ob sich die Zöllner das Fahrzeug im Anschluss genauer ansehen sollten? Das entscheidet der Beamte im Kontrollraum, der auf dem Röntgenbild nach Auffälligkeiten sucht. Hier wäre es interessant, bei dem LKW sich den Palettenkasten und den Unterboden mal anzuschauen, weil da doch verschiedene Sachen drin sind, die man jetzt so aus dem Stegreif oder selbst aus unseren Erfahrungen, die wir haben,
nicht genau definieren können. Das Fahrzeug jetzt in die Halle mitnehmen und diesen Bereich dann genauer anschauen. Um in der Röntgenanlage verdächtige Dinge auszumachen, benötigt der Beamte ein geschultes Auge. Ein Beispiel für Personen, die illegal eingereist sind, sieht man aus diesem LKW. Eine Person ist hier im Kopf. Der Rumpf ist hier vorne. Die hat ziemlich eng an der Bordwand gesessen. Das ist eine komplette, fast komplette Person. Man kann den Kopf erkennen. Die Rumpf, ein Arm, hier einen zweiten Arm und hier gehen dann schon die Beine los. Und eine dritte Person sitzt etwas in der Ware. Nicht nur blinde Passagiere werden hier entdeckt. Erst vor kurzem gelang ein spektakulärer Drogenfund. Das ist ein LKW, Kleintransporter. Der war laut Anmeldung leer. Aber das Röntgenbild hat halt dann gezeigt, dass er nicht leer war, sondern irgendetwas zwischen Bordwand und Ladefläche versteckt war. Mit, wie sich dann herausstellte, ca. 500 Kilogramm Marihuana. Das Rauschgift ist diese orangefarbene grüne Masse über die ganze Fläche verteilt. Und das ist die halbe Tonne Gras, die in der Röntgenanlage entdeckt wurde. Straßenverkaufspreis rund 5 Millionen Euro. Der LKW kam aus Serbien. Der 61-jährige Fahrer sitzt inzwischen in Haft. In der Überholungshalle nehmen sich die Beamten die Fahrzeuge genauer vor. Wenn es sein muss, bauen sie hier ganze Autos auseinander. Johannes Kopp untersucht den fraglichen Staukasten des litauischen LKW. Es sind aber nur Paletten und Werkzeuge darin. In diesem Fall scheint alles sauber zu sein. Hier können Sie zumachen. Haben Sie noch irgendwelche Waren, Zigaretten, Waffeln, irgendwas? Inside, nothing. Wir werden jetzt den LKW mal hochheben, um den Unterboden anzuschauen. Das sind jetzt 16 Tonnen Ladung plus LKW, also 30 Tonnen und das schafft die Anlage. Ohne Probleme stemmt die LKW-Hebeanlage den vollbeladenen Riesensattelschlepper in die Höhe. Die Hydraulik hebt mit jeder einzelnen Stütze 6,5 Tonnen, also 13 Tonnen pro Achse, maximal 65 Tonnen insgesamt. Für den Zoll ist das sehr praktisch. Statt sich bei Wind und Wetter mühsam auf einem Autobahnparkplatz unter den LKW zu quälen, können sich die Beamten hier das Fahrzeug gründlich und in Ruhe von unten ansehen. Ja, wir schauen jetzt die normalen gängigen Verstecke an, wo man gegebenenfalls Zigaretten, Rauschgift oder sonstige Waren noch deponieren könnte. Tank ist auch so eine Sache. Hier sind so Bereiche, wo man dann auch gerne mal Zigaretten festkleben kann. Oder 141 Gramm Marihuana. Oder 4 Kilogramm Crystal Meth. In diesem Tank fanden die Beamten ebenfalls Crystal Meth. In dem litauischen LKW haben sie nichts Verdächtiges entdeckt. Er darf weiterfahren. Die 30 Tonnen können zurück auf die Räder. Alles okay. Der litauische LKW setzt seine Reise auf der A9 fort. Eine Schießanlage in der Nähe von Köln. Hier steht für die ZUZ, der Spezialeinheit des Zolls, ein Schießtraining mit verschiedenen Waffen auf dem Programm. Die Männer, fertig werden! Go! Die Beamten trainieren mit der Schrotflinte. Besondere Herausforderung, die Flinte ist ein Einzelrepetierer und muss nach jeder Schussabgabe immer wieder nachgeladen werden. Mit der Zieloptik werden Ziele präzise erfasst und wirkungsvoll bekämpft. Auf kurze Distanz ist die Wirkung der Waffe verheerend. Hände voll einstellen. Wir haben hier eine unserer Flinten, die Remington 870, die wir für verschiedene Einsatzszenarien einsetzen können. Zum Beispiel zur Abwehr von Hunden, Kampfhunden oder dergleichen, die uns angreifen. Ja, es ist schon sehr robustes Eisen, sage ich mal. Da ist schon ein bisschen mehr Kraft für erforderlich. Aber die Jungs trainieren sehr viel dafür und das funktioniert schon ganz gut. Alle bereit? Und go! Im Einsatz hängen Menschenleben von der Reaktionsfähigkeit, der Schnelligkeit und den guten Nerven der Beamten ab. Von entscheidender Bedeutung ist, dass sie als Team optimal funktionieren. Im Training wird durch das Schießen in Bewegung die physische Belastung während eines Einsatzes simuliert. Die Standardausrüstung eines Beamten der Spezialeinheit wiegt zwischen 25 und 40 Kilogramm. Übungsende. Machen eine kurze Zusammenfassung des Ablaufes. Wir haben ja auf Stahlziele geschossen. Direkte Rückmeldung über die Stahl. Dynamisches Ding. Puls kommt ein bisschen hoch. Dadurch ein bisschen mehr Konzentration gefragt. Alles gut.
Hier haben wir eine unserer Standardbewaffnungen, unsere Langwaffe, das HK416. Man kann sie auch bezeichnen als G38. 30 Schuss haben wir hier im Magazin. Wir haben hier auch eine Zielvorrichtung und ansonsten noch ein Laserlichtmodul auf der Waffe montiert. Ja, bisher keine Probleme damit gehabt und wir sind wirklich sehr zufrieden damit. Okay, nächste Übung. Schneller Magazinwechsel mit der Langwaffe. Go! Die Spezialeinheit ZUZ wird eingesetzt, um andere Einheiten des Zolls bei Festnahmen, Durchsuchungen und Kontrollen zu unterstützen. Die Elitekräfte sichern Kollegen und übernehmen die gefährlichen Einsätze gegen Drogen- und Waffenhändler. Okay. Ja, einen guten Schützen macht aus, dass er erstmal natürlich sehr konzentriert ist bei seiner Arbeit, schnell das Ziel zu erfassen, sich schnell sicher zu sein, welches Ziel man bekämpfen will. Ansonsten, Übung macht den Meister. Das ist ganz klar. Umso mehr wir schießen, umso sicherer werden unsere Einsatzbeamten. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Die Truppe ist mit der Glock 17, als sogenannte Standard-Kurzwaffe, ausgerüstet. Die Waffe ist mit einem Licht- und Lasermodul ausgestattet und verfügt über keinen Sicherungshebel. Im Einsatz ist sie deshalb sofort feuerbereit. Der Schütze muss sich im Klaren sein darüber, was er hier in den Händen hält. Und das wird dann so geschult, dass es dann tatsächlich in Fleisch und Blut übergeht. Das muss man wirklich so sagen. Natürlich ist der Job gefährlich. Wir haben es mit gewaltbereiten und bewaffneten Tätern zu tun. Die Einsatzlagen sind umfangreich und über Arbeit können wir uns wirklich nicht beklagen. Feuer frei! Der Schaden durch die organisierte Kriminalität lag in Deutschland im Jahr 2016 bei geschätzt 1 Milliarde Euro. Wenn es um sehr viel Geld geht, machen Täter oft rücksichtslos von der Waffe Gebrauch. Trotzdem gelingt es der ZUZ, durch hartes Training Menschenleben zu schützen. Auch das der Täter. Auf Holzern, Übungsende. Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass unser Auftrag ja ist, eine Person im Rahmen von strafprozessualen Maßnahmen festzunehmen und ihn dann natürlich einem Gerichtsverfahren zuzuführen. Und von daher ist natürlich unsere höchste Prämisse, dass sowohl wir als auch unser polizeiliches Gegenüber gesund aus dem Einsatz zurückkommt. Und wir versuchen sehr, sehr häufig den Überraschungsmoment zu nutzen, um eben nicht von einer Schusswaffe Gebrauch machen zu müssen. Bis jetzt gab es bei den Einsätzen der ZUZ keinen Todesfall. Flughafen Frankfurt. Das internationale Luftverkehrsdrehkreuz fertigt jährlich 60 Millionen Passagiere aus 248 Destinationen an. Frankfurt ist auch ein Drehkreuz für den weltweiten Drogenschmuggel. Täglich landen etwa 35 Hochrisikoflüge aus Südamerika und Afrika. Außerdem kommen hier jedes Jahr 85.000 Tonnen Luftpost an. Die Luftpost wird in Deutschlands größtem internationalen Luftpostabfertigungszentrum bearbeitet, sortiert und verteilt. Es befindet sich unmittelbar neben der Landebahn. Die Postsendungen werden hier in Säcken direkt aus den Flugzeugen angeliefert. Die Aufgabe von Philipp Kiewel ist es, aus den jährlich mehr als 200 Millionen Postsendungen diejenigen herauszufiltern, die verbotene Gegenstände enthalten. Also diese Sendung ist jetzt aus Kanada. Wir haben ca. 20 Gramm Amphetamin in Pulverform. Und dann haben wir noch eine Sendung aus den USA. Da haben wir zum einen den Grundstoff von Ecstasy, das ist MDMA nennt sich das. Und dann haben wir hier LSD. Also diese Blättchen sind in LSD-Lösung getränkt. Die werden dann auf die Zunge gelegt. Und dann haben wir Ecstasy-Tabletten. Es sind auch Muster drauf, also hier zum Beispiel Domino-Steinmuster. Philipp Kiewel übergibt die Drogen an die Zollfahndung. Sie kümmert sich dann um alles Weitere. Der Job des Zollbeamten ist Fleißarbeit. Ein Päckchen nach dem anderen überprüft er im Bildschirm des Röntgengeräts. Wir kontrollieren halt so viel wie möglich natürlich. Aber lückenlos können wir nicht kontrollieren, weil sonst würden wir hier alles lahmlegen. Trotzdem zieht er im Minutentakt zu beanstandende Sendungen aus dem Verkehr. Auch dieser Inhalt ist verdächtig. Hier kann man schön sehen, das sind Tabletten. Sieht man diese Blister. Der Postbeamte Uwe Mensenbach ist dafür zuständig, die Päckchen zu öffnen und nach der Überprüfung durch den Zoll wieder zu verschließen. Tablettchen. Viele, viele Tabletten. Voilà. So viel schon, dass sie rausfallen. Also hier haben wir verschreibungspflichtige Tabletten. Das sind jetzt Potenzmittel. Die Einfuhr von Arzneimitteln aus Drittländern ist in Deutschland grundsätzlich verboten. Die Tabletten werden sichergestellt. Der Empfänger muss sein Liebesleben einstweilen ohne Potenzmittel gestalten. Auch Waffen hat Philipp Kiewel regelmäßig auf dem Schirm. Letztes Jahr hat der Zoll hier rund 1600 Waffen sichergestellt. Das sind diese Taschenlampen, die man auch als Elektroschocker nutzen kann. Die sind auch hochgradig gefährlich. Mit so Sachen ist nicht zu spaßen.
Die Taschenlampen-Elektroschocker sind verboten. Sie gelten als heimtückisch, da sie auf den ersten Blick nicht als Waffe zu erkennen sind. Philipp Kiewel stellt die Waffe sicher. Ein großes Thema beim Zoll ist auch der Schutz vom Aussterben bedrohter Tierarten. Das Paket kommt jetzt aus Vietnam. Beim Öffnen kommt ein präpariertes, ca. 50 cm langes Krokodiljunges zutage. Kann man mal rausnehmen, vorsichtig. Also so sieht es dann aus. Im vergangenen Jahr hat der Zoll 16.900 geschützte Tiere oder Tierprodukte beschlagnahmt. Isabel Gillmann ist Expertin in Sachen Artenschutz beim Hauptzollamt Frankfurt am Main. In der Asservatenkammer am Flughafen stapeln sich ausgestopfte Tiere aller Art, Kunstgegenstände aus Elfenbein und abstruseste Lederwaren. Wir haben hier eine Krokodillederhandtasche, die aus einem ganzen Krokodil besteht. Also wir haben hier den Kopf und die Vorderbeine, dann hier die Hinterbeine und hier am Ende ist der Schwanz zu sehen. Und die kam aus Kambodscha. Ausgestopfte Raubtiere sind offensichtlich ganz besonders begehrte Souvenirs. Raubkatzen aller Art, Bären, Wölfe. Die Sammelwut macht offensichtlich vor keiner Tierart Halt. Der Eisbär, den hat wirklich eine Reisende mitgebracht und wollte sich den ins Büro legen. Wir können den mal kurz anheben. Der liegt nämlich genau auf dem Koffer, wo er auch drin war. Also der war in diesem Koffer eingefärscht. Opfer der grenzenlosen Sammelwut werden nach wie vor auch Elefanten. Und das nicht nur wegen des wertvollen Elfenbeins. Für dieses Gemälde diente ein echtes Elefantenohr als Leinwand. Das ist ein sogenanntes Snakewein. Wir haben hier die Kobra. Das ist was es auf touristischen Märkten gibt, wo man eben ganz schnell mal zuschlägt vielleicht. Und dann hier das böse Erwachen hat am Flughafen. Wer geschützte Tiere mitbringt oder Produkte, die aus geschützten Tieren angefertigt werden, der muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Wir beschlagnahmen das erstmal, aber das weitere Verfahren wird durch die zuständige Behörde dann geführt, das Bundesamt für Naturschutz. Und es gibt dort Strafen im Bereich, also das höchste ist entweder 5 Jahre Gefängnis oder 50.000 Euro Geldstrafe. Zurück in Hamburg, Deutschlands größtem Seehafen. Mit einem jährlichen Umschlag von rund 90 Millionen Tonnen an 4 Containerterminals ist der Hamburger Hafen nach Rotterdam der zweitgrößte Containerhafen Europas. Der Hamburger Zoll verfügt über eine der modernsten Containerprüfanlagen der Welt. Jeden Tag werden hier bis zu 200 Container durchleuchtet. Guten Morgen! Ihr Container ist für eine Durchleuchtung ausgewählt worden. Und einmal bis zur grünen Ampel hier in diese Richtung einmal vorfahren. Okay. Dieser Container kommt direkt vom Terminal. Der Fahrer hat ihn mit seinem LKW gerade erst abgeholt. Die Zollverhandlung hat den Container ausgesucht. Es handelt sich um eine Ladung mit Fruchtsaft aus Ägypten. Und die Ladung und die Papiere waren verdächtigt. Drogen aus Südamerika, Produktfälschungen aus Asien, Waffen aus Osteuropa. Die Zollverhandlung hat hier schon einiges aus dem Verkehr gezogen. Am Übergabepunkt vor dem Durchleuchtungstunnel muss der Fahrer seinen LKW verlassen. Eine Zollbeamtin aktiviert die Hubgabeln, die die Vorderachse des LKWs hydraulisch anheben. Vollautomatisch. Brauchen wir nur Knöpfchen drücken. Das Transportsystem zieht den LKW in die Startposition. Die Strahlenschutztore schließen. Jetzt übernimmt Björn Mahnke. Er sitzt im ersten Stock des Gebäudes. Das ist der Raum des Systemoperators, abgekürzt SysOp. Hier ist eigentlich im Endeffekt das Heiligtum, das Herz der Anlage. Ich löse die Strahlung aus. Über die Monitore überwacht der SysOp die Sicherheitssysteme. Von hier aus wird der gesamte Durchleuchtungsvorgang gesteuert. Das Besondere an der Anlage ist einfach, dass wir eine sogenannte Zweistrahltechnik benutzen. Das bedeutet, wir können einmal von oben in den Container reinschauen, wir können von der Seite in den Container reinschauen, was uns bei einigen Waren, die wir hier durchleuchten, die Arbeit deutlich erleichtert. Der SysOp löst den Vorgang per Touchscreen aus. Der LKW wird automatisch vom Transportsystem gezogen. Der Strahlentunnel ist 58 Meter lang. 25 Meter breit und ist für Fahrzeuge bis 19 Meter Länge ausgelegt. Die Röntgengroßanlage hat 23 Millionen Euro gekostet und wurde im Rahmen des nationalen Drogenbekämpfungsplans der Bundesregierung gebaut. Nach dem Ende der Durchleuchtung fährt der LKW in eine Warteposition, bis die Beamten in der Bildauswertung das HD-Röntgenbild analysiert haben. Der Zoll landet hier immer wieder spektakuläre Treffer. Wie in diesem Container mit 2 Oldtimern. In der hinteren Hälfte der Fahrzeuge jeweils im Tank müssen sich normalerweise Flüssigkeiten befinden. Ja, dann haben wir da irgendwelche Klötzchen im Tank und die haben zwar was mit Stoff zu tun, aber leider nicht mit Kraftstoff.
In den Tanks der Oldtimer befanden sich 68 Kilogramm Kokain. Bei diesem Container mit Möbeln aus Bolivien haben sich die Schmuggler besonders viel Arbeit gemacht. Die 320 Kilo Kokain waren mühevoll in Holzbretter eingearbeitet. Und es geht noch dicker. In diesem Container voller Eisenschrott fanden die Beamten nach der Analyse der Röntgenbilder 717 Kilogramm Kokain. Ihr bislang größter Drogenaufgriff. Zurück zur Fruchtsaftlieferung aus Ägypten. Angemeldet ist ja Nektar. Ich kann aber nicht ausschließen, bei dieser Ware, die jetzt hier aus Ägypten kommt, dass hier vielleicht, was auch gerne passiert, sich dort Wasserpfeifentabak drin befinden könnte. Die Röntgenanlage bildet die Stoffe entsprechend ihrer Dichte ab. Die Zollfahndung hat in letzter Zeit einige Fälle aufgedeckt, bei denen sich in Containern aus Ägypten statt Fruchtsaft steuerpflichtiger Wasserpfeifentabak befand. Es hat eine ähnliche Dichte. Um ganz sicher zu gehen, sollten wir den Container mal aufmachen und mal uns die ersten Lagen anschauen. Ich setze den Container auf verdächtig, trage meinen Grund ein, in den Datensatz. So. Das Kennzeichenerkennungssystem sperrt den LKW im Wartebereich. Die Weiterfahrt ist untersagt. Das Bild von der Durchleuchtung ist leider nicht eindeutig. Wir müssten einmal in den Container reinschauen. Würden Sie jetzt einmal vorfahren und dann rückwärts an unsere Packhalle ranfahren? Mithilfe der Containerprüfanlage sparen Zoll und Wirtschaft Zeit und Geld. Das Ausladen, die Durchsicht und das Wiederbeladen würde mehrere Tage dauern. Vor dem Öffnen überprüft Rebecca Meyer den Container auf Gase und chemische Belastungen, die zum Beispiel durch Klebstoffe verursacht werden können. Wir haben diesen Container ohne Belastung gemessen und wir können ihn jetzt gefahrlos öffnen. Das übernimmt Axel Hirt von der Ermittlungsgruppe Hafen vom Zollfahndungsamt. Die Aufgabe der Ermittler ist es, aus den jährlich 9 Millionen Containern im Hamburger Hafen diejenigen herauszufischen, in denen Schmuggelgut enthalten ist. Verdächtig ist ein Container, wenn der Absender überhaupt nicht zur Ware passt. Also wir haben schon mal eine Sendung Ananas gehabt, die dann irgendwie in ein Modegeschäft gehen sollte nach Darmstadt. Das passt zum Beispiel nicht zusammen. Wir arbeiten natürlich auch viel mit Hinweisen weltweit, sind sehr gut vernetzt und bekommen also von überall her Hinweise, die wir dann natürlich entsprechend auch hier in Hamburg bearbeiten. Die Ermittlungsgruppe des Zoll arbeitet sehr erfolgreich, was die Beschlagnahmezahlen beweisen. Hinter jeder Containertür kann ein großer Fang stecken. Nervenkitzel ist natürlich immer dabei, sonst hätten wir den Job verfehlt. Zu diesem Container liegt der Ermittlungsgruppe kein konkreter Hinweis eines Informanten vor. Zollfahnder Axel Hirt führt hier eine stichprobenmäßige Routinekontrolle durch und prüft, ob das, was draufsteht, auch wirklich drin ist. Sieht nicht so aus, als ob da irgendwie Tabak drin ist. Also da ist schon Flüssigkeit drin. Der Container wird wieder verschlossen. Der Fahrer kann den Fruchtnektar aus Ägypten bestimmungsgemäß ausliefern. Am Flughafen Franz Josef Strauß in München starten und landen im Schnitt jede Stunde 90 Maschinen. Die Terminalkapazität reicht für 53 Millionen Fluggäste im Jahr. Der Flughafen wird als Drehkreuz des Südens bezeichnet, weil ein Drittel aller Passagiere hier in einen Anschlussflug umsteigen. Mit Rauschgiftspürhunden und einer Spezialeinheit aus Beamten in Zivil versucht der Zoll, Drogenschmuggler auch an den Gates und im Transitbereich hochzunehmen. German Customs, Ihr Passport? Speak English? You speak English? No. Polizia, passaporte, por favor. Mark Mittermeier und seine Kollegin gehören zur zivilen Überwachungsgruppe. Die Zollbeamten sind auf der Suche nach sogenannten Körperschmugglern. Die bringen im Auftrag südamerikanischer Drogenkartelle im großen Stil Kokain über verschleierte Flugrouten nach Europa. Die Kuriere schlucken das Kokain in sogenannten Bodypacks. So verstecken sie die Drogen in ihrem Magen-Darm-Trakt. Körperschmuggel in Deutschland kommt leider Gottes immer öfter vor. Es sind meistens die Ärmsten der Ärmsten, werden da ausgenutzt für wenig Geld teilweise. Für die ist das die Welt, die brauchen das teilweise zum Überleben. Pro Trip zahlen die Kokainkartelle den Kurieren ein paar tausend Euro. German Customs, deutscher Zoll, Ihren Reisepass. Spanisch? Polizia, Polizei, Ihren Pass bitte. Connection? Ihr Ziel ist Helsinki, ja? Ecuador, Mexiko. Konsum Nehmen Sie Drogen? Kokaina? No. No? No Kokaina? No. Haben Sie Kokain im Magen? No. Gracias. Danke. Bye. Wenn die Beamten einen Verdacht haben, bringen sie den mutmaßlichen Körperschmuggler in diesen Raum. Dort findet eine Leibesvisitation statt. Erhärtet sich der Verdacht, ordnet ein Staatsanwalt das Röntgen im Krankenhaus an. Auf den Röntgenbildern lassen sich die Bodypacks in Magen und Darm gut erkennen.
Bei Körperschmuckern ist es sehr gefährlich, weil natürlich, wenn da ein Ding platzt, sage ich mal, oder aufgeht, dann ist der fast sichere Tod eigentlich zu erwarten. Ist natürlich schwer, die zu erwischen, aber wir haben da unsere Methoden und den fahren wir ganz gut. Aus taktischen Gründen können die Zivilfahnder dazu nicht mehr sagen. Die Drogen, die am Münchner Flughafen sichergestellt werden, landen bei Dr. Rainer Fritsch im Kriminaltechnischen Untersuchungslabor der Generalzolldirektion. Hier haben wir jetzt drei Bodypacks. Das sind also hier diese Kunststofffolien, die um diese Bodypacks herum waren, damit die eben auch im Körper nicht aufgehen. Im Regelfall sind es Kunststofftüten, die mit Glassichtklebeband umwickelt sind. Das ist hier der ausgepackte Bodypack, also Kokain. Das ist gepresst hier, damit es eben auch diese Form erreichen kann, damit es im Körper auch zusammenbleibt, damit man es auch gut schlucken kann. Von diesen Bodypacks hatte der Drogenkurier 80 Stück geschluckt. Andere hatten schon bis zu 150 Bodypacks im Körper. Gesamtgewicht 1,5 Kilo. Je länger die Reise dauert, desto größer wird natürlich der Druck, den Stoff wieder loszuwerden. Die Person muss innerhalb von 2-3 Tagen an ihrem Bestimmungsort auch angelangt sein, damit dort die Ausscheidung erfolgen kann. Die kann aber auch oder wird auch verzögert, indem man Medikamente der Person verabreicht, die Magen- und Darmtätigkeit verlangsamt. Auch um den Brechreiz zu unterbinden, bekommen die Kuriere Medikamente. Wer beim Schmuggeln erwischt wird, muss mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen. Dr. Fritsch stellt über die beschlagnahmten Drogen Gerichtsgutachten. Per Infrarotspektrometer stellt er fest, um was für einen Stoff es sich handelt. Dann schauen wir mal. Es ist hier diese sogenannte Hitliste. Also es ist Kokain als Treffer angezeigt. Ein Bodypack wiegt rund 10 Gramm. Also ergeben 80 Bodypacks 800 Gramm. Die haben beim Zwischenhändler einen Verkaufswert von 40.000 Euro. Bis der Stoff allerdings beim Endverbraucher in der Nase landet, haben die Dealer durch das Strecken 80.000 Euro einkassiert. Es wird fein pulverisiert und es ist im Regelfall so, dass dieses Kokain, was als Bodypacker oder im Bodypack zu uns kommt, meistens hoch rein ist. Das heißt, es wird nochmal mit Strecksubstanzen versetzt und dann später dann im Straßenhandel weiter veräußert. Die häufigsten Streckmittel sind Milchzucker, kleingeriebene Schmerzmittel oder Lidocain, ein Lokalanästhetikum. Für das Strafmaß bei Gericht zählt der Wirkstoffgehalt der Drogen. Dr. Fritsch misst deshalb per Gaschromatograph die Reinheit. Also wir sehen hier den Substanzpeak für unser Kokain. Und wenn man das auswertet, erhält man einen Reinheitsgehalt von 86% Kokainbase. Das muss man dann noch umrechnen auf Hydrochlorid. Das wären dann ca. 99%. Also hochreines Kokain. Schlechte Karten für den Täter. Erfahrungsgemäß bedeuten 800 Gramm reines Kokain eine Haftstrafe zwischen 4 und 8 Jahren. Dr. Fritsch hat bei seiner Arbeit aber nicht nur mit Kokain zu tun. In seinem Labor findet sich die gesamte Palette an Drogen. Zum Beispiel Rohopium aus Afghanistan, welches aus der Kapsel des Schlafmonds gewonnen wird und zu der harten Droge Heroin verarbeitet werden kann. Und Amphetamine, auch Speed genannt, und Ecstasy-Pillen in allen möglichen Farben und Formen. Diese Ecstasy-Tabletten sind in ihren Wirkstoffgehalten sehr unterschiedlich, weil sie ja auch nicht unter standardisierten Bedingungen hergestellt werden. Eine Tablette, die hat 40% und die nächste Tablette, die kann dann schon wieder 45-50% haben. Der Konsument kann also nie genau wissen, was er wirklich konsumiert. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall 2014. Da war in diesen Ecstasy-Tabletten dieser Wirkstoff Paramethoxy mit Amphetamin enthalten. Und da gab es sogar Todesfälle. Dieses Crystal Meth ist 100%ig rein. Das Aufputschmittel macht sofort abhängig und ist hochgradig gefährlich. Wenn man es sehr oft oder extrem konsumiert, führt es eben auch zu Organschäden, Gehirnschäden. Und was doch feststellbar ist, dass die aufgegriffenen Mengen vom Umfang her zunehmen. Das heißt, wir haben jetzt doch zum Teil Sicherstellungen, die in den Kilogrammbereich gehen, was wir früher eigentlich selten hatten. Die Drogenhändler suchen nach immer neuen Wegen. Deswegen hört auch der Kampf gegen den Schmuggel nie auf. Die 35.000 Beamten des Zoll. Tag für Tag im Einsatz für Deutschland.